So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute ein wenig verspätet, aber ich denke mal, den meisten wird es trotzdem nichts ausmachen, weil wer direkt wissen will, wie der Shop ist, da gibt es auch einzelne Bilder im Internet und hast du nicht gesehen. Aber natürlich werde ich euch trotzdem noch zeigen, was heute wieder neu im Shop ist, beziehungsweise immer noch im Shop ist. Eine Sache werde ich mir auch definitiv kaufen, weil da muss ich einfach zuschlagen. Und ihr seht unten links, wir haben jetzt 3 Skins verlost. Gestern Abend habe ich ja den lieben Travis nochmal verlost an den lieben Hans. Denn wir haben ja gesagt, gestern, dass wir nach einem Sieg den Travis verlosen. Hat aber mal wieder nicht ganz so funktioniert. Ich glaube, ich war gestern 3-4 Mal Zweiter. Aber dann habe ich euch gesagt, spätestens um 10 Uhr geht ein Travis Scott raus an euch. Und der liebe Hans war der Glückliche. Und wenn du Lust hast, auch einen Skin zu gewinnen, einfach im Livestream dabei sein, Mitglied werden und schon hast du natürlich auch die Chance. Warum mache ich das nur für Mitglieder? Einfach um für den ganzen Support, den ich bekomme, irgendwas zurückzugeben. Und ich hoffe, die meisten können das soweit verstehen, weil es geht mir einfach darum, die, die mich finanziell unterstützen, bekommen halt finanziell gesehen wieder ein bisschen was zurück. Also ich denke mal eigentlich schon, das ist eine faire Geschichte, weil ich will halt auch nicht, dass irgendeiner auf den Kanal kommt in den Livestream, ist 2 Minuten da und schnappt euch dann irgendwie einen Skin weg und denkt sich nur, ja, war schön, gucke ich das nächste Mal vorbei, wenn nur eine Skin-Verlosung ist und gut ist. Dann möchte ich aber trotzdem noch kurz Danke sagen. Ihr seht hier einfach mal die Top 10 der Spenden an. Also ich sag ganz ehrlich, ihr seid langsam geisteskrank. Also was da rausgeht, gut, die 400 Euro da vom Jan, die lassen wir mal außen vor. Dazu will ich eigentlich jetzt auch noch kurz was sagen, bevor wir in den Shop reingehen. Denkt bitte dran, gebt nur das Geld aus, was ihr auch ausgeben könnt. Weil ich denke mal echt, beim Jan war das Problem, er hat einfach von den Eltern das Handy benutzt und hast nicht gesehen, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass er 400 Euro spendet innerhalb von 3 Tagen und dann nie wieder da ist. Also ich denke mal, da hat er ein bisschen Blödsinn gemacht, aber Grüße gehen natürlich raus ans Heim, Moonlight, an Leon Frontkin, Domsi, beziehungsweise jetzt Dominik, an Moritz, Zampal und Knacks OG und Marios Vater. Vielen, vielen Dank. Also ich kann, weil ihr macht das Ganze halt möglich. Dadurch kann ich mir jetzt inzwischen dann V-Bucks kaufen und euch natürlich auch wieder ein bisschen was zurückgeben. So, dann würde ich sagen, wir gehen auch mal rein in den Shop. Und was haben wir da? Genau, also ich würde sagen, der heutige Shop, wenn wir nun mal so ganz kurz durchgehen, ist voll auf Party gestimmt. Also voll Party. Und jeder Skin hat irgendwie was mit einer Party zu tun. Und was hier die 2 Skins betrifft, die 800er, machen wir heute auch wieder. Wenn ich einen Sieg hole, dann bekommt ihr natürlich auch einen von den Skins. Also wie gesagt, Mitgliedschaft lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr mich noch irgendwie unterstützen wollt, vergesst bitte nicht, ihr seht, auch bei mir ist er nicht drin, YT-FamilyHack einfach als Dings eintragen, als Creator Code. Ich habe schon gesehen, es haben einige wieder den Creator Code drin. Guckt halt, dass er wirklich immer drin ist, weil ich sehe halt nicht, wer den drin hat, weil das ist auch so eine große Lüge von vielen YouTubern. Aber man sieht, wie viele den drin haben. Und da muss ich sagen, seitdem ich quasi wieder mehr Shop-Videos bringe und alles, das hat sich auf jeden Fall schon mal verdoppelt. Gut, ich darf natürlich nicht sagen, wie viel, aber es sind ein paar. So, dann gehen wir nochmal kurz schnell alles durch. Also, das hier habe ich jetzt auch schon geschenkt bekommen. Grüße gehen da raus an den lieben Zampal. Dann die Lackierung, die Pickaxe, da bin ich auch schon wieder überlegen. Für 800 V-Bucks, die Pickaxe dann doch noch. Oder die Lackierung. Ja, ich weiß aber noch nicht. Aber, warte mal, wir gehen gerade die Lackierung durch, weil schlecht finde ich die Lackierung eigentlich gar nicht. Aber wir haben ja gesagt, Lackierung, auf der Waffe sieht die Lackierung geil aus. Aber wir haben ja gesagt, Lackierung, naja, man muss sie nicht unbedingt haben. Aber die Pickaxe dann noch gleichzeitig dabei, ich weiß nicht. So, das Paket hier habe ich mir ja gekauft. Wie gesagt, man hat den Skin, das Rückenaccessoire und das Rückenaccessoire. Alle haben verschiedene Stile, außer natürlich das hier. Klar, was soll da auch anders sein? Und ich kann euch nur sagen, ich habe ja gestern den ganzen Tag mit dem Skin gespielt. Es lohnt sich. Also mir persönlich, ich würde fast behaupten, das ist der beste Skin, den ich so habe. Mit den ganzen anderen Exklusivskins, mit Ninja und hast du nicht gesehen. Also es ist schon ein anderes Gefühl, irgendwie zu spielen.
hört sich komisch an und das sage ich mit meinen 33, aber ist wirklich so. So, dann haben wir eigentlich schon alles durch, ne? Warte mal, ich zeige dich mal. Nur kurz nochmal. Ach, die Stile kann ich euch gar nicht zeigen. Das haben sie ja auch wieder. Also einmal ist er hier so ganz normal. Einmal hier als, wie heißt der, T3000 irgendwie sowas, also als Terminator. Dann haben wir hier noch die zwei Varianten. Da muss ich sagen, warte, wann kommt sie? Die Variante hier ist anders hell im Spiel. Also ein Slurp-Skin ist da gar nichts gegen. Also der leuchtet richtig. Wenn ihr auffallen wollt, dann nehmt euch definitiv den Skin. Den haben wir ja gestern auch rausgehauen an den lieben Hans. 2000 V-Bucks. Ich hoffe, er hat sich gefreut. Aber ich würde sagen, mal weiter im Shop. Dann hier haben wir ja die Pickaxe noch dabei. Ja, aber ich muss sagen, die Pickaxe optisch, sie geht, um Gottes Willen. Aber vom Ton her bin ich so ein bisschen enttäuscht. Dann haben wir weiter drin Nachtlicht. Schöne 800 V-Bucks Skin. Einmal die weibliche Variante, einmal die männliche. Wobei ich da wirklich sagen muss, die weibliche deutlich besser. Also wenn ich mir den hole, dann definitiv als weibliche Variante. Männliche ist zwar auch okay, aber wenn dann, wie gesagt, die weibliche. Dann haben wir Leuchtstäbe mit drin. Ich sag ja, bei dem Skin sieht gefühlt alles gut aus. Von mir den Mund halt euch mal. Schon nice. Dann haben wir Jubelstimmung. Und Disco Party. Da bin ich halt echt mal gespannt, wie das Event ablaufen wird. Ich sag ja, komplett auf Party umgestellt, der Shop. Dann haben wir noch Prismarand. Da habe ich eigentlich, wo ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich hätte die. Aber so eine ähnliche Tarnung habe ich definitiv. Ach ne, es ist ja keine Tarnung, Entschuldigung. Irgendeiner hat in die Kommentare reingeschrieben, warum sagt ihr eigentlich immer Tarnung? Warum sagen wir Tarnung? Klar, es ist eine Lackierung. Aber alle die, die schon mal COD gespielt haben, für die ist das eine Tarnung. Ist immer eine Tarnung für die Waffe. Weil im Endeffekt ist es auch so. Jetzt kommt wieder, nein, das ist eine Lackierung. Aber durch COD-Zeiten nenne ich das Ganze auf jeden Fall schon mal Lackierung. So, dann, wir sehen schon, da hat der liebe Zampal auch wieder zugeschlagen. Grüße gehen da nochmal raus. Aber ihr seht schon, ich kann mir den Skin jetzt für 500 V-Bucks holen. Und ganz ehrlich, günstiger werde ich den Skin nie wieder bekommen. Also holen wir uns den auch noch. Zack, zack. Einmal Ravenpool. Das war ja der Skin, wo ich echt überlegen war, ob ich ihn mir hole. Zack. Kann man sich mal gönnen, oder? Wie gesagt, Zampal, vielen, vielen Dank. Und an alle anderen, die mir immer wieder irgendwelche Skins schenken. Ich kann da immer wieder nur Danke sagen. Hier, das hat zum Beispiel mir der Hans geschenkt. Da gehen die Grüße natürlich auch wieder raus. Aber ich denke mal, inzwischen wissen wir alles, was so drin ist. Was Deadpool und hast du nicht gesehen. Also die Deadpool-Geschichte, ich weiß nicht, so langsam können sie sie eigentlich rausholen. Weil da hat sich eigentlich nichts mehr getan jetzt. Also da müsste entweder ganz raus. Ja doch, sie können es eigentlich ganz raus machen. Gut, das hier wird jetzt das ganze Wochenende drin bleiben. Also wenn ihr noch nicht die V-Bucks habt, ich denke mal bis spätestens Sonntag wird er noch drin bleiben. Also am Donnerstag sag ich schon, das Event fängt ja morgen an. Ich denke mal, dass es wirklich am Montag dann ein komplett neuer Shop ist, wo alle Skins draus sind. Aber es stimmt schon wirklich, derzeit ist ein bisschen heftig, was an Skins etc. im Shop ist. Da geht eine Menge Geld drauf. So, dann würde ich sagen, erst nochmal danke für die, die jetzt nur wegen dem Shop da sind. Denkt dran, guckt nach, ob mein Creator-Code drin ist, YT-FamilyHack. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und dann gehen wir noch ganz schnell rüber in Rette die Welt, gucken nochmal, was da so passiert ist. Dann muss ich noch ganz schnell wieder Google anschmeißen, gucken, ob wir V-Bucks-Missionen haben. V-Bucks-Missionen. V-Bucks. Und wieder nichts. Mann, 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 Mann. Aber es ist wirklich so, kommt irgendwas neu in den Shop, kriegen wir keine V-Bucks-Missionen. Ist irgendwie ganz seltsam. Als würden wir das extra machen. Und heute wieder kostenloses Lama. Das würde schmecken. Na komm schon. Wir haben keine Zeit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Gib Gas. Ja, 10 Regentropfen. Hat es gelohnt einzulocken. Was haben wir im Lama-Shop? Einmal normales Upgrade-Lama, nichts Besonderes. Ne, die Lamas sind wirklich nichts. Was haben wir an Gegenständen drin? Ja, hier wissen wir, müsste ich ja wieder alles rauskaufen. Aber ich würde sagen, ihr wisst ja, wie viel ich da kaufe. Im Prinzip, ich kaufe halt wieder alles raus. Alle Regentropfen. Oh, es gibt sogar insgesamt. Wow, heute gibt es aber richtig Regentropfen, ne? 40 Stück? Toll. So viel zum Thema, wir brauchen Gold. Wir sollten das echt mal machen, dass man mehr Pläne kaufen kann. Dann das wird mir mehr bringen. Oh Gott. Das sind aber viele Regentropfen. Aha, oha. Wie gesagt, kauft euch den Kram immer raus, wenn ihr das Gold habt. Weil ihr werdet die ganzen Sachen definitiv gebrauchen. Definitiv, weil wenn euch ein Auge, wenn ihr zu viele Augen habt, danach wird euch das fehlen und dann fehlt euch das. Also ihr könnt nie genug haben von den Gegenständen, die man so im hohen Bereich finden kann. Auch wenn ihr sagt, ah, ich habe 3000 davon, ich brauche das nicht. Ihr werdet es brauchen, glaubt mir einfach. So, und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Und in dem Sinne, bis gleich wahrscheinlich im Livestream und haut rein.